Hallöchen, ich will mal hier mit dem Video was machen, mit dem C128. Ich habe hier den RF-Modulator auf dem Tisch. Ich habe jetzt aber leider nicht rausgefunden, wie man das Ding jetzt so komplett umbauen könnte. Ich habe jetzt nur irgendwie irgendwas auftrennen und rausnehmen und umändern gefunden. Für den direkten Chroma Luma, was ich komplett neu aufbauen könnte, da habe ich die Teile nicht da. Zumindest die Widerstände nicht. Theoretisch hätte ich einen Widerstand. Und der ist da ganz oben in der Ecke. Da. Ich brauche 4 mal 150 Ohm, damit ich 75 Ohm habe insgesamt. 2 mal 75 Ohm, das 150 Ohm oben, 150 Ohm unten und 75 Ohm wäre dann Abgriff. Den Plan weiß ich nicht, könnte ich euch auch mal reinblenden. Aber ich habe hier eine Sache gesehen, aber es hat leider nichts damit zu tun, soweit ich das sehen konnte. Da habe ich schon was ein bisschen dran gemacht. Gehen wir mal ein bisschen dichter. Also bei mir auf dem Fernseher hier ist das Bild wirklich scharf ohne Ende. Da sieht man schon, ich habe ja schon ein bisschen was weggekratzt, der ist leicht braun da unter. Als wenn der zu viel Spannung oder was gekriegt hat. Der Widerstand, ja, also mit der Lötung, das ist. Ich weiß nicht. So, aber den Widerstand, den ich brauche, sind 150 Ohm. Das ist der hier oben. 151 ist 150, ist 150 Ohm. Weiß nicht, ob das hier auch ein 150 Ohm sein soll. Ich kann ja mal nachmessen. Wenn ich jetzt einmal einen Multimeter wiederfinden würde. Da. Was ich habe, sind direkt 75 Ohm Widerstände von damals noch, wo ich einen den S-Video-Umbau gemacht habe. Ich glaube, der ging auf Masse, ne? Ja, müsste ich hier auf Masse messen können. Der sagt 107, 107,6 ungefähr. Also, da ist auch viel Zeugs drauf. So 181, das sind 180 Ohm. Das sind 1 Kilo-Ohm, 100 Ohm. Das sind dann 82 Ohm, die habe ich auch. Da steht jetzt 66, ja, das ist Endschaltung messen. 500 noch was, 332, 100 Ohm, 1 Kilo Ohm. Ich würde jetzt theoretisch mal schauen, dass ich die ganze Geschichte, was ich brauche, hier rauslöte aus der ganzen Geschichte. Hier komplett rauslöte. So wie hier Transistor und so weiter. Ein bisschen höher, dann kann man es besser sehen. Hier Transistor, Diodenspulen und so weiter und das auf eine separate Platine mache. Ich muss hier aber theoretisch das und das auch haben, weil da Audio und noch Video durchgeht auf die Buchse hinten. Platine ätzen will ich jetzt nicht, solange ich die Bauteile alle habe. Dann hätte ich gesagt, ich lasse das ganze Ding weg und baue das ganze Ding so auf, dass anstelle hier eine S-Video-Buchse sitzt und das S-Video mit Komposit aber nochmal mit nach draußen geht auf die andere Buchse. Ich würde sonst jetzt hier diesen Mod machen, das hieß, irgendwie sollte ich eine Diode, ich glaube,
Diode 1 Brücken, ein Widerstand, man muss ja hier auf der Seite sein. Ein Widerstand, ich glaube, den oder irgendwie einen anderen gegen ein 1 Kilo Ohm tauschen. Die RF-Sektion würde ich totlegen, weil wer braucht das heutzutage noch? RF braucht keine Sau. Ich glaube, eine Spule auch kurz schließen. Das kann ich eigentlich theoretisch machen. Ich suche mir den Plan raus. Ich mache das mal. Ich gucke mal, ob ich das rausfinde, welcher hier was ist. Hier ist leider nicht angegeben, was was ist. Nur da drinne steht halt eben L2, D1, da müsste noch D2 oder was stehen, L3, da ist noch L irgendwas, L7, wenn mich nicht alles täuscht. Der Kondensator, den werde ich mal rausnehmen und messen. 220 μ habe ich ja theoretisch ja hier. Müsste ich hier noch irgendwo auf dem Tisch liegen haben. Oder habe ich ja nochmal neu da. Um zu gucken, ob ich das mit dem S-Video hinkriege. Weil S-Video sieht echt wirklich schrecklich aus. Ganz doll schrecklich. Am liebsten wäre mir ja, ich hätte Trimmerpotis, die ich zwischen die Leitung hängen kann. So 150 Ohm, 200 Ohm Trimmerpotis. Habe ich aber nicht. Ich habe schon überlegt, wo ich sowas haben könnte. Dann könnte ich das ja mit den Potis so auf den Bereich bringen, den ich brauche. Dann brauche ich nicht 250 Ohm Widerstände, dass ich auf 75 Ohm komme. Dann kann ich einen 150 Ohm Widerstand oder Trimmer ja nehmen. Also hier so ein 150 Ohm Trimmer und in der Mitte kann ich ja dann nach unten oder nach oben Signal weniger, Signal mehr, also heller, dunkler, mehr Farbe, mehr, weniger Farbe reinkriegen. Luma ist ja die Helligkeit und die Helligkeit, wenn die zu hell ist, ist nicht schön und wenn die Farbe zu wenig ist, ist auch nicht schön. Da müsste ich jetzt mal gucken. Ich kann zwar Komposit über den Stecker hinten abgreifen, habe ich ja soweit fertig, aber lieber wäre es mir, wenn ich das hier direkt so nah wie möglich hätte und nicht ihr noch über das Board durchgeschleift nochmal. Aber ich guck mal, was ich machen kann. Vielleicht, ja, nee, es ist auch blöd, die rausbohren und da eine ein, ne, ist auch doof, nee. Ich würde den jetzt hier nur leicht modifizieren in dem Sinne und dann mal gucken, was er sagt. Das Blöde ist, ich muss ihn ja komplett rausnehmen, um unten ranzukommen, weil der da eingelötet ist. Und wenn da irgendwas nicht ist, dann muss ich es wieder rauslöten, nochmal ändern, wieder einlöten. Das ist kompliziert ohne Ende. Warum die das so blöd gemacht haben, weiß ich nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mal und dann zeige ich euch die Modifikation und dann testen wir mal, wie das Video aussieht. Komposit und Chroma, Luma, also S-Video. Für Vergleich haben wir ja eigentlich schon mit den anderen Videos, da habe ich zwar Komposit, aber man sieht ja bei den Spielen Zack McCracken oder Maniac Mansion, wie grausig das auf dem PC aussieht. Auf dem Fernseher sieht es teilweise noch ein bisschen besser aus, weil der hier grob geschätzt nicht so ein bisschen mehr Schärfe hat, als das, was ich jetzt auf dem Monitor sehe. Also ihr seht das nicht so scharf, wie ich es auf meinem Monitor sehen kann. Auf dem Fernseher sieht das hier wirklich gut scharf aus. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Naja gut, ich würde mich dann nachher wieder melden, wenn ich dann soweit fertig bin. Soweit. Also bis gleich. Hi Leute. Ich kann keine kurzen Videos, aber ich versuche es jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe reverse engineeren müssen. Das ist mein Plan, wie ich das da auf dem Ding da rauskriege.
passt nicht mit dem Heckplan zusammen und passt auch nicht mit dem Originalplan so hundertprozentig überein. Die Bezeichnungen sind ein wenig anders. Was ich jetzt machen soll, ist D4 überbrücken. Die kommt von der 5 Volt. Das überlege ich mir noch, ob ich die brücke. Ich kann mir eine Option reinbauen, dass ich da vielleicht zwei Kabel mit ranlöte, dass ich die nachher zusammendrehe und zusammenlöten kann. Von außen, wenn der drauf ist, das kann ich machen. Aber den würde ich noch nicht überbrücken. Da soll 1K rein, weil ich habe da 1K5 drin. Originalplan sagt 1K. Die zwei Sachen sollen raus, wenn ich kein Komposit brauche. Komposit würde ich aber lassen. Und würde gucken, ob ich mir hier auch einen Jumper reinsetzen kann, dass ich das vielleicht rausjumpern kann. Hier ist Luma out. Wenn ich das rausjumper, ist die ganze Geschichte ja tot. Das ist Chrominance out. Das kommt von da oben. Das wird ja da gemischt. Das sollte nicht viel ausmachen. Das ist die Farbe. Der soll raus. Den kann ich auch rausnehmen. Das macht nichts. Und der Rest bleibt so. Bei mir habe ich hier einen Jumper an. Da soll eigentlich eine Spule sein. Ich glaube, laut Heck ist das. Oder Mod. Jetzt ist ja wieder der Monitor ausgegangen. Laut Modifikation sollte ich diese Spule auch kurz schließen. Mal nochmal wieder an hier. Das dauert immer so lange. Was ist das? Das ist L2. Was sagt die Modifikation? Wo war die Modifikation? L2 can be left out. Ne, das ist ja noch was anderes. Das ist für Komposit. L1. Shorted. Jo. Da wäre laut diesem Mod L1. Und dieser eh schon gedrückt bei mir. Da ist so eine Brücke drin. Da ist gar keine Spule bei. Gut, ich mache den kleinen Kram nochmal und dann gucken wir mal. Also ich habe jetzt hier einige Stunden mit verbracht, das mir hier rauszuzeichnen. Ich habe hier noch mehr Krimskrams, Irrwege, verzeichnet, wie auch immer, aber so, dass ich das einmal rauskriegen konnte. So, dann werde ich das mal durchbupseln da und dann werden wir mal gucken, ob das hinhaut. Hallöchen, so, nun bin ich wieder da. Jetzt habe ich das mal umgebaut, aber ich sehe hier gerade, hier ist noch ein bisschen Zeugs. Naja, das geht noch. Ich habe das gerade mit dem ISO noch ein bisschen sauber gemacht. Naja, egal. Hier ist jetzt der 1 Kilo-Ohm drinne. Den Original habe ich darüber geschoben. Der ist ja auf der Bahn hier, sollte nicht großartig verbunden sein. Das habe ich so nochmal gelötet. Da steckt was zwischen. Das zeige ich euch gleich. Hier oben der 150 Pico ist raus. Die andere Seite sieht jetzt so aus. Da habe ich eine Stiftleiste reingelötet. Da unten drunter ist der Kondensator parallel mit der Spule. Mal die Lötung. Sieht die aus? Nein, die ist okay. Kann ich jetzt, ich denke mal, Komposit aus oder Komposit anmachen. Also das wäre dann jetzt mit, ne, so wäre Komposit drinne und das andere wäre dann Komposit aus, ohne Komposit. Ich werde das jetzt mal anschließen, nur auf S-Video. Nur auf S-Video anschließen. Ja, das hat hier ein bisschen. Ich hatte hier einen großen Kurzschluss gehabt. Ja, nur S-Video anschließen, mal gucken, wie das Bild ist. Ich versuche mal Zack McCracken oder. Ne, ich versuche mal Maniac Mansion zu starten. L2 kann raus, das war 10 µ. Das ist von 5 Volt. Das waren die 10 µ, die gehen hier irgendwo hin. Der geht da nach irgendwo hin. Das Audio. Ich glaube, das ist Audio.
Audio Section. Wie war das? Das ist Audio. Ja, das ist der Audio Pin. Der geht darüber. Der geht, glaube ich, darüber. Mal gucken. Nee. Da. Doch, Widerstand. Elko, da, doch, das ist die Audio-Section, das ist plus Audio für Dings, habe ich noch gar nicht totgelegt. Seht ihr, ich wollte das Audio ja totlegen. Das heißt, der Stift muss, also nicht der Stift, aber der Widerstand muss da raus und das RF muss ich ja auch noch auslöten. Das war, wo kriegte der jetzt den Strom her? Das ist 5 Volt. Ach, den muss ich nochmal nachlöten. Das ist 5 Volt. Das ist... Ach, muss ich nochmal gucken. Ja, das ist die Spule. 5 Volt. Das ist die Spule. Das sind zwei Sachen. Moment. So, ja, das sind 5 Volt. Moment, ja, mal gucken hier. Ja, 5. Ist der Elko 5 Volt. Ja. Muss ich hier bloß die Spule einmal rauslöten, dann ist die, glaube ich, die RF-Section tot und den Audio. Gut, und dann werde ich das ausprobieren, werde ich den anschließen. Ohne Gehäuse erstmal so Platine drauf, falls ich da doch nochmal ran muss. Dann, dass ich den nochmal schnell wieder runterlöten kann, den hier. Denn macht sich das einfacher, als wenn ich das alles aus dem Gehäuse wieder rausschrauben muss. Also sehen wir uns gleich wieder. So, nun bin ich da. Jetzt habe ich das Ding hier auf dem Tisch liegen, so provisorisch alles angeschlossen. Noch ist er auf Kompositvideo angeschlossen. Wenn ich ihn jetzt einschalte, sollte nichts passieren. Zumindest mein Bild nicht. Gut, das war das Diskettenlaufwerk, das muss ich ein bisschen schräg stellen. Kein Komposit. Ich nehme jetzt den Jumper, ich stecke den mal um. Das sieht nicht gut aus. Gut, dann mache ich das wieder weg. Ziehe das Komposit aus dem HDMI-Dings raus und nehme jetzt das S-Video-Kabel. Hier einmal umschalten und irgendwas scheint da nicht besonders gut zu sein. Ich mache ihn mal aus. Scheint sich hier der Dings verschluckt zu haben. No Signal, ja, ist klar. Ah, ich glaube, der hatte sich verschluckt. Das ist jetzt der S-Video. Und das will ich mal Komposit versuchen. So, jetzt nehme ich nochmal Komposit. Nehme ich den raus. Ich schalte mal um. Und das ist Komposit. Das sieht, ja, weiß nicht, wenn ich jetzt das S-Video dazu stecke, verändert sich das? Nö, schalte ich nochmal um.
Das ist ein Stückchen schärfer, das sehe ich schon am E. Bei Ready. Guckt mal auf das E. Das ist nicht, ja, das, der Mittelstrich ist nicht so fein zu sehen bei euch jetzt auf dem Monitor. Bei mir auf dem Fernseher sehe ich es noch, aber relative Einstreuung in den Buchstaben. Und bei S-Video viel sauberer, viel schärfer. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Hatte ich jetzt da... Ach nee. Go 64. Ist das jetzt... Aber ich muss da noch was machen. Diese ganzen... Diese Streifen da drinne, das ist... Wahnsinn. Ist das jetzt hier Maniac Mansion? Ja. Das lade ich jetzt mal und würde mich gleich melden, wenn der soweit fertig ist. Also S-Video sieht jetzt schon mal ein kleines bisschen besser aus. Komposit kann ich noch nicht sagen. Dinger hier alle lose. Jetzt habe ich keine LED hier. Ton scheint aber. Ach so, Ton habe ich rausgezogen. Da. So. Also ich mache jetzt mal kurz Pause. Ich lasse es laden. Ich bin dann gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Bitte noch zwei Kinder auswählen. Also es sieht jetzt schon mal ein ganzes Ende besser aus. Ich stecke jetzt noch mal Komposit dazu. Ich schalte mal um auf Komposit. Und mache den Jumper mal wieder rein. Mal gucken, wie das aussieht. Also auf dem Fernseher ist es relativ scharf. Das ist jetzt wieder S-Video, SV seht ihr oben. Wenn ich jetzt wieder AV nehme. Ja, warum das jetzt auf dem Monitor nicht so scharf aussieht, weiß ich nicht. Also nochmal S-Video. S-Video sieht für mich ein Ticken besser aus. Aber das ist doch schon mal ein Improvement ohne Ende. Jetzt kann man wenigstens die Leute erkennen hier. Oh, ich habe mir hier irgendwie eine Feder ver... Mal gucken. Nur die Streifen, die sind nervig. Also die... Ja. Ich habe am Laufwerk irgendwie eine Feder ausgehakt. Muss ich mal gucken, ob ich da noch mal ein Video sehe, wie die reingesteckt war, angebanselt war. Denn der Diskettenauswurf, dass sie rauskommt von alleine, ist die Feder ausgehakt.
Das sieht ein ganzes Ende besser aus. Ich glaube, man kann den Unterschied sehen. Ich versuche mal das. Sagt schnell. Aus dem Video raus zu ziehen, ein Vergleichsbild, versuche ich mal. Wie das aussieht und pack das mal, versucht das mal nebeneinander zu legen. Ja, ihr seht das jetzt auch in 16:9. Ich muss es wieder umstellen auf 4:3. Ja. Von den Farben her ist beim Fernseher ein bisschen döller als da. Das ist aber noch okay. Ja, man kann es erkennen. Also die Details sind da. Kleiner Schlüssel da oben. Sehe ich auf Fernseh sehr gut. Auf dem Monitor. Ja, nicht ganz so perfekt, aber ist passend. Ist einwandfrei. Wenn ich jetzt noch mal auf AV gehe, das sieht viel schlimmer aus, ne? Wenn ich jetzt noch mal auf S-Video gehe, das sieht besser aus. Viel mehr Details, würde ich jetzt behaupten. Also mehr als S-Video kriege ich jetzt hier nicht raus. Da müsste ich den teuren Ersatz kaufen mit FPGA Krimskrams, um da auch HDMI rauszukriegen, aber das mache ich nicht. Ich glaube, das waren an die 80-100 Euro. Ja, Sandy mit ihren Bikini. Gut. Nee, soll es jetzt bis hierhin sein. Ich mache jetzt aus. hat sich gelohnt. Zumindest hat es sich sehr doll gelohnt. Das Bild sieht jetzt viel besser aus als vorher. Und dafür hat sich das echt gelohnt. Der RF-Modulator funktioniert. Ich kann das Komposit drinnen lassen. Brauche ich gar nicht erst rausnehmen. Aber die Option besteht, es auch abzuschalten. Gut, hätte ich nicht machen müssen unbedingt. Aber klappt. So, jetzt muss ich noch gleich noch das Diskettenlaufwerk hier einmal gucken, was da jetzt genau irgendwie ist, wo die Feder hingehört. Mal eine Zette holen. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich habe jetzt keine andere Kamera dran. Ich glaube, die gehört, ja, die wird da unten eingehakt. Nicht wegfliegen. Komm mal her, ich muss dich da wieder einhaken. So, müsste das passen, ne? Oder auch nicht. Irgendwas ist jetzt hier nicht wirklich richtig. Doch. Doch. So, passt. So, gut, hat sich erledigt. Das Kettenlaufwerk, die Feder war bloß ausgehakt. Ich habe sie wieder drin. Passt. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.